Willkommen zur neuen Woche, 7 Tage lang Hallo Niedersachsen. Heute noch mal so, als würde der Sommer gerade anfangen. Dabei geht er ja genau genommen zu Ende. Und so schön sonnig das heute auch war, unser erstes Thema ist ernst. Das warme Wetter ist dafür genau genommen gar nicht so hilfreich, jedenfalls wenn man sich in das Leben auf der Straße reindenken will. Bei Frost ist gleich klar, wie hart das ist. Aber nur weil Obdachlose im Moment nicht frieren müssen, heißt das natürlich nicht, dass ihr Leben im Sommer weniger mühsam wäre. Genau darauf macht einmal im Jahr der Tag der Wohnungslosen aufmerksam. Und es geht bei Obdachlosigkeit nicht nur um ein Dach über dem Kopf, es geht auch um Gesundheitsversorgung und nicht zuletzt um Respekt. Um eines geht es garantiert nicht in unserem Thema der Woche, das heute startet. Um Dienst nach Vorschrift. Wir haben nämlich überall im Land Menschen gesucht und gefunden, die in ihrem Beruf Zeichen setzen. Motto, alles außergewöhnlich. So wie Maximilian Bode aus Bremerhaven. Er hat einen der ältesten Berufe, die es gibt. Und ich wette, Sie kommen nicht drauf, was er macht. Tja, deutliche Sprache, spricht der Pastor. Sie gehören zum Norden, wie der Strand und das Meer, die Häfen. Und für den Ausbau dieser Häfen, für die Windenergie, fordert die Hafenwirtschaft jetzt Geld vom Bund. Bislang sind es 40 Millionen Euro pro Jahr, die es gibt. Nötig seien aber 10-mal so viel. Herkelbier aus Peine, das wird es künftig nicht mehr geben. Der Braubetrieb in der Stadt wird nach 130 Jahren zum Jahresende eingestellt. Das hat die Eigentümerin von Herke, die Einbecker Brauhaus AG, heute mitgeteilt. Der Betrieb in Peine lohne sich nicht mehr wegen gestiegener Rohstoffpreise und sinkender Absatzzahlen. Die Marke soll es aber weiterhin geben. Und die 7 Beschäftigten in Peine sollen in Einbeck einen Job erhalten, dort wo das Herkelbier dann ab 2024 hergestellt wird. Und damit haben wir weitere Nachrichten im Überblick. Es ist eine Geschichte wie aus dem Krimi. Im Sommer vor einem Jahr ist ein maskierter Mann nachts in die Laube einer Frau geschlichen am Würmsee bei Hannover und hat sie getötet. Heute wurde der Täter verurteilt zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes und das, obwohl die Leiche der Frau bis heute nicht gefunden wurde. Was wir gleich sehen werden, ist das Gegenteil von seriellem Bauen, das in Zeiten des Wohnungsmangels ja in Mode gekommen ist. Also wenn Teile für ein Haus in Serie vorgefertigt werden. Bei alten Gebäuden geht das nicht. Da ist nichts von der Stange, alles fein säuberlich in Handarbeit hergestellt. Genau deshalb ist es dann auch oft ein großes Abenteuer, wenn man solche Baudenkmäler sanieren will, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Beispiel Bockwindmühle in Wetmar in der Region Hannover. Die Sanierung ist richtig schwer. Und das in mehrerer Hinsicht. Bei guter Pflege funktionieren die Dinge halt auch lange. Haben Sie's gesehen? Der Moment, als Deutschland Basketball-Weltmeister wurde, zum allerersten Mal mit niedersächsischer Unterstützung. Und wie herrlich sich die Jungs dann bitteschön gefreut haben. Und mit Ihnen wir alle. Ja, morgen früh kommen die Jungs ja zurück aus Manila nach Deutschland. Und jetzt stibitze ich was, das ich heute gelesen habe. Endlich wieder ein Sommermärchen. Wo leuchten die Gesichter der Fans im Moment besonders? Natürlich in der Stadt, in der Dennis Schröder geboren ist, in Braunschweig. Und nicht. Jetzt beginnt eine neue Ära. Auf unserem Wetterbild von heute beginnt leider schon ein bisschen sowas wie Herbst. Und damit wünschen wir Ihnen jetzt noch einen herrlich lauen Sommerabend. Wie es weitergeht wettermäßig, sagt uns Carsten Schwanke. Wir melden uns morgen wieder, 18 Uhr Johannes Avenarius, 19:30 Uhr. Hallo Niedersachsen. Tschüss.